Ja gut, 61 bis 77 Leute. Es geht los, Leute. Macht euch bereit. Das sind ja krass viele Leute. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. Und das nur, weil ich jetzt noch Schnitzel mit anbiete zwischen den. Ich sag mal, das sind ja auch. Und den Eierburger, stimmt. Der ist auch neu. Auch von den Herzkeksen habe ich auch gar nicht mehr so viele. Kann ich auch nur noch eine Portion machen. Ja, okay, da hätte ich die Hähnchenflügel auch drin lassen können. Naja. Wir können natürlich auch hier das Ganze mal wegmachen. Alter, die stürmen ja alle rein. Okay. Croissants und Herzkekse sind schon. Croissants sind alle. Das ging flott. Das ging echt flott. Drüben. Holy shit. Ach du Scheiße, wie schnell ist das alles weg? Ich kann nicht zaubern. Hähnchen. Ach du Scheiße. Ist der Teller. Wie schnell ist denn das alles weg gewesen? So, Herzkekse. Brezel ist auch weg. Erstmal die Hähnchen. Hähnchenbrust, damit die noch heiß serviert wird. Zack. Da kam ja ein übelster Ansturm auf einmal. Hier so. Das ist krass. Brezeln rein. Ach du Scheiße. Also die Bude ist ja wirklich schon halb voll. Das gab es noch nie. Krass, wie viele Leute hier sind. Es ist noch ordentlich Platz. Aber ich glaube, wenn man dann so viele von diesen teuren und großen Gerichten macht, dann ist die Bude voll. Und das war ja so ganz plötzlich so ein übelster Ansturm. Ich muss hier direkt die Teller einräumen. Weil das wird ganz schnell alle sein. Er hat keine Schuhe an. So geht man auch nicht ins Restaurant. Ja, gönn dir das gute Schnitzel. Eierburger. Der wird alle. Den machen wir gleich an. Normaler Burger wird auch alle. Level 72. Aber das war ja ein übelster Ansturm. Das habe ich noch nie erlebt. So, Eierburger. Und der normale. Aber ist klar, wenn über 70 Leute kommen. Die kommen halt zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, ich nehme dir mal kurz die Teller ab. Damit die Gäste auch wieder was haben. Was hast du alle gemacht? Schnitzel. Schnitzel. So, Schnitzel an. Was ist noch alle geworden? Herzkekse. Ja gut, dann gibt es halt den Teller mit den zwei nur drauf. Ich hätte mehr machen sollen. Was soll's? Es gab trotzdem 80%. So, Schnitzel ist ganz oben. Der wahre Platz für gutes Essen. Nummer 1. Okay, Brezeln auch alle.
Schon wieder. Dann nehme ich mir hier die letzte Brezel raus. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss erstmal Teller nachladen. Damit auch genug Platz ist, damit sie wieder aufwaschen kann. Da ist nämlich einiges drin und die holen immer wieder neue Sachen nach. Aber ich habe schon gut Schotter gemacht. Ich habe jetzt 135.000 schon. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Da kommt noch einiges. Oh, dann nutze ich das gleich mal, um hier wieder neue Teller einzuordnen. Kann mir hier ein neues Stück rausnehmen. Hotdog, Hotdog. Muss ich neu machen. Und da muss ich die Wurst immer mitnehmen. So, Songs. Hotdog. Oh, jetzt wird wieder schnell alles alle. So, Hotdog. Hier Croissants. Erzeugende Kekse sind alle. Schnitzel. Schnitzel noch eine Portion. Herzkekse gibt es nicht mehr. Das ist eine Vierergruppe gespawnt. Eierbürger. Okay, keiner von denen will Schnitzel haben. Verrückt. Ja, kann sein, dass ich jetzt schon 5 Level gemacht habe an dem Tag. Hä? Scheiße. Das Kartoffelpüree ist einfach nicht mehr drauf gekommen. Okay, mal gucken, was die wollen. Hotdog. Hotdog ist schon wieder alle. Ah, die machen alles alle. Hotdog ist noch da. Was erzähle ich denn hier? Hotdog ist noch da. Die ganzen Burger, Eierburger und Hamburger sind alle. Hähnchenbrust ist alle. Aber es sieht fast so aus, als kommen keine Leute mehr. Ich glaube, das ist der Ansturm für heute gewesen. Aber ich habe auch 50.000 Dönergeld gemacht an einem Tag. Ja, her mit dem Geld. Her mit dem Geld. Ich greife den Leuten mal hier unter die Arme. Indem ich schon mal ein bisschen mit abräume. Ich krieg den untersten Teller immer nicht. Scheiß drauf. Dann machen wir es halt so. Zack. Ist schon wieder fast voll. Ja, hat sich doch gelohnt. 60.000. Brezeln war jetzt noch übrig. Schnitzel wurde dann halt auch nur noch einmal genommen. Aber das ist nicht so wild. Hotdog zweimal. Aber der Rest ist gut ausverkauft. So, alle Teller aufgewaschen. Jetzt packe ich die nur noch hier drüben rein. Und dann war's das für heute. +60.000 gemacht. Eigentlich sogar mehr, weil ich noch Zutaten gekauft hatte. Und 5-6 Level gemacht. Verrückt. Ab ins Bett. 54.000 gemacht. 80 servierte Gerichte. Ach du Scheiße. Perfekt, das war ein erfolgreicher Tag. Das soll es heute gewesen sein. Lecker Schnitzel gemacht, gutes Geld verdient. Belassen wir es dabei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.